Auch in diesem Wettkampf dabei Mostafa und Annette gemeinsam mit Jörg. Auch Patrick und Kai treten als Team an. Also um richtig die Leute hier anzulocken, muss man schon so ein bisschen Aushängeschild sein. Ich glaube, für Leute aus Hamburg so, brauchst du einen sehr guten Laden hier, wenn du die Jungs anziehen Stimmt. willst. Gutes Konzept. Die Erwartungen sind also hoch, ob Alexis Konzept die Konkurrenz überzeugen kann. Hey Alexis, du hast ja auch so einen Reifeschrank. War gestern auch schon gesehen. Ja, das ist so ähnlich wie bei unser Amigo auch da. Der Unterschied von diesem ist, hat er so eine Salzwand hinten, wo ein bisschen mit beleuchtet. Kannst du ein bisschen hier so DJ-mäßig machen. Ne? Ein bisschen, ja. Und wird das Fleisch dadurch besser oder ist das jetzt. Nein, aber gibt ein bisschen Flow. Ne? Ich persönlich würde auch die LED-Lichter nicht reinmachen. Der Rest des Ladens ist ja sehr urig und dann. Das moderne LED-Licht ja, im Hintergrund. Ist ein Spielkind, von daher braucht er, glaube ich, klar. Die. Das stimmt ja auch. Also, ein bisschen Disco und Blinken, das passt schon. Es ist schon Effekt Hascherei, aber zu Recht, finde ich. Ist ein richtig schöner alter Landgasthof. Er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, das so ein bisschen moderner zu gestalten, ein paar moderne Lampen. Vielleicht ein bisschen zu viel gemixt, aber das, denke ich, ist einfach so typisch spanisch, dass man ein bisschen bunt, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Keramik, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen neu, ein bisschen alt. Findest du hier so ein bisschen spanisches Flair drin? Oder? Nö, hier ist kein spanisches Flair drin, finde ich, muss aber auch gar nicht sein, nee, weil so ein alter Landgasthof, den würde ich auch gar nicht großartig ummodeln. Ja. Ein wilder Spanier hinterm Tresen in einem alten Landgasthof. Ja, absolut. Das stimmt. Ich meine, wir reden ja hier von einer ziemlich kleinen Dorf oder Stadt. Und dann kommt so ein verrückter Alexis. Könnte einfach auch für die Stimmung sorgen. Ja. So, wir werden jetzt grillen mit Cojones. Alexis, da steckt ja ein richtiger Stier in dir. Wen hast du da als Unterstützung mitgebracht? Das ist die Annabelle. Hallöchen, hallo, herzlich Annabelle. Willkommen. Sie kommt auch aus Spanien. Und ja, sie ist immer hier bei uns in Miranda zuständig für Service und die Kontrolle hier auf unserem Geschäft. Ist das deine Frau? Ja, immer noch. Super Typ halt, ne? Der steckt einen halt an, ne? Ja, die Stimmung ist schon mal top. Genießt den Grill heute Abend, okay? Tschüss. Aber sehen die Mitstreiter beim Look der Karte rot? Das Rot ist nicht unbedingt so mein Ding, aber es passt zu Beef and Basic. Auf Rot mit Schwarz, also ist ein schwieriger Kontrast. Basic, simpel. Auch Basic, muss genau. Nicht viel besser sein. Vielleicht könnte man, weil der Laden drin halt so urig dunkel ist, das ein bisschen flammen. Oder, ja, oder so ein Brennstempel. Oder einen Brennstempel drauf machen oder mit einem Dunkelöl so ein bisschen beizen. Dann werden wir ja spätestens bei Jörg und Annette die perfekte Karte erleben. Ja, absolut. Oder? Habt ihr gesehen, er hat auch Veggie-Burger und sogar einen veganen Burger auf der Karte. Er versucht für jeden etwas anzubieten und ich denke, das ist ihm mit so einer nicht wirklich konzeptionell durchgezogenen Karte gelungen. Und habt ihr was Schönes ausgesucht? Allein 9 verschiedene Burger-Kreationen bietet Alexis an und auch sonst ist die Auswahl groß. Patrick und Kai werfen als Erste einen Blick in die Küche. Bom, bom, Busch, Checker. Ah, hör mal. Die lachen alle da, das ist cool. Ich werde euch hier ein bisschen zeigen. Das Ding musst du mir zeigen. Sieht aus wie ein Transformer. Wir haben Grillewoche und bei uns, es wäre fast alles hier so gekocht. Hast du sowas schon mal gesehen? Ein Monster, echt sensationell. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Also, Wuppa. Wirklich mit Holzkohle? Ja. Barbecue pur auf Holzkohle gegrillt. Da hat man gerne mal Geld für ausgegeben. Ja, da wurde nicht gespart. Ja, sensationell. Perfekt. Geiles Ding. Wir sind ja hier für die Vorspeise. Ja. Was machst du uns? Wir werden so eine typische spanische Tapas. Tapas-Mix heißt bei uns. Diese spanische Flair drauf. Ja. Das ist ein bisschen die typische Sache. Amigo Alexis, dann leg doch mal los. Das sind die Salzkartoffeln mit viel, viel Salz. Salzkruste auch mit ein bisschen Lorbeeren. Ja, und Zitrone. Mhm. So, wir nutzen dicke Salz und Marinesalz. Den Salz kannst du so viel drauf machen, wie du willst. Den Kartoffel am Ende drinnen ist nicht salzig. So, das ist nur für die Kruste, dass man ein bisschen so, ne, wie eine alte Haut aussieht. Ja, das schützt dann die Schale, ne? Dattel aus Tunesien, Schwein aus Wuppertal. Tunesien oder Wuppertal, im Miranda Barbecue kommen nur die besten Produkte auf den Tisch. Typisch spanischer Flair jetzt da.
Finde ich auch geil. Jetzt werden die Pimentos sicherlich dann noch dazukommen. Die werden so angegrillt. Und ist das noch so, dass immer eine dabei ist, die scharf ist? Oder? Ja, manchmal kannst du auch Pech haben und bekommst noch ein bisschen so eine rote. Fängst du an zu schwitzen. Ja, sehr gut. Also mit den Alexis zusammen in der Küche zu stehen, wie heute mit der Vorspeise, das war geil. Witzig, ja. Auch Serrano-Schinken darf natürlich nicht fehlen. Dazu noch Schafskäse aus dem spanischen La Mancha. Er hat nicht wirklich viel gemacht an der Vorspeise. Also gezaubert, so richtig gezaubert, wurde dann nicht direkt. Aber es sind halt auch Tapas. Oliven kannst du überall kaufen, aber danach, was wir machen, ist unsere eigene Marinade. Ja, schön. Er hat es uns halt echt verkauft, als hätte er da eine Sternevorspeise gezaubert. Und das, oh, man hat ihn abgenommen. Du nimmst ihm das ab, auf jeden Fall, ja. Muss man vorsichtig, weil die Pimente springen die auch ein bisschen, ne? Nee, die springen natürlich auch, weil die natürlich in sich auch ein bisschen Flüssigkeit haben und dann heiße Fett und dann reißen die auf und dann springen die auf. Einfach grundsätzlich reißen die auf und spritzen dann, ne? Wie lange lässt du die drin? Jetzt wirst du jetzt gucken. So, die Farbe wechselt jetzt. Siehst du diese Farbe? Wenn ungefähr so sind. Ja. Komplett, dann muss raus. Okay. Du musst immer kontrollieren und achten, weil sonst verlierst du um 2 Sekunden und ist vorbei. Musst du neue machen. Das ist schon. Ja. Ein echter Clou fehlt allerdings bei den Vorspeisen. Deshalb hat unser Profi so seine Zweifel. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, ob diese wirklich einfache Vorspeise dann auch kulinarisch punkten kann. Weil das ist jetzt gut datteln, da ein bisschen eingewickelt, die Soßen sind fertig, das wird jetzt in Fritteusenfett getaucht, kann man auspacken, ist aber nicht negativ gemeint. Reicht das für einen Wettkampf? Alexis scheint sich da ziemlich sicher zu sein. Der Familienvater bleibt cool. So, vamos chicos, let's go! Ist ein Entertainer, ne? Jetzt zählt allerdings der Geschmack, die Vorspeisen. Den spanischen Tapas-Mix lässt sich Annette schmecken. Der Snacks-Mix mit Chicken Wings, Zwiebelringen und Mozzarella-Sticks ist für Patrick. Papas Arrugadas con Mojo, kanarische Kartoffeln mit 2 Soßen für Kai. Jörg freut sich auf sein Black Barbecue Bruschetta mit gegrillter Paprika und Blauschimmelkäse. Pimientos de Padron, spanische Babypaprika und Chicken Wings mit Barbecue und Sweet Chili Soße für Mostafa. So, gleich kommen noch die Gambas und Attacke, ne? Attacke. Alles klar. Die brauchen ja 1-2 Minuten. Ja, das sind auch nur 2 Personen in der Küche. Kleine Küche. Also mir tut's echt leid, dass ihr jetzt wegen mir warten müsst. War ein bisschen blöd, also vor allen Dingen für die anderen. Der Spanier darf alles. Der Spanier kommt immer zu spät. Dafür serviert Alexis argentinischer Koch Matthias dann höchstpersönlich. Was hast du da gerade drauf gegossen? Spanische Brandy, Veterano mit Paprika. Finde ich super, dass ihr das am Tisch probiert. Damit machen sie natürlich wieder ein bisschen was wett, sag ich jetzt. Ne? Ist auch wieder cool, ne? Kais Gambas al Ajillo, Garnelen in Olivenöl sind jetzt also auch da. Guten Appetit, Jungs. Guten Appetit. Guten Appetit. Sieht super aus. Das Aussehen ist das eine, der Geschmack das andere. Mostafa, mach doch mal den Anfang. Wie schmecken deine Chicken Wings? Die sind sehr kross, die sind gut mariniert. Mein Hähnchenfleisch ist sehr cool. Es ist sehr saftig, nicht trocken. Meine Pimientos de Patron sind von der Farbe her und von der Größe sehr gut. Nach so einem die haben noch ein bisschen Biss, oder? Genau. Ich habe 2 Soßen mitbekommen. Bei meiner zweiten Soße, es schmeckt sehr nach Sweet Chili Soße beim Asiaten. Aber ich bin der Meinung, da hat Alexis auch eigene Gewürze reingemacht. Es ist ein bisschen individuell. Ich habe das noch nie so gehabt. Es ist nichts Neues, aber das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht. Ich brauche auch gar nicht immer viel Neues. Ich mag auch gerne was, wo es eben nicht neu ist. Ne? Manchmal schlägt halt Tradition auch Modernes. Ne? Kommen wir zur Dame in der Runde. Annette, was sagst du zu deinem Tapas-Mix? Sehr umfangreich. Ich habe hier Datteln im Speckmantel. Was mir hieran gefällt, dass sie noch wirklich crunchy sind. Der Speck ist schön reduziert vom Fett. Schmeckt sehr lecker. Ist nicht zu fest, nicht zu trocken. Mein Tapas-Teller ist einfach eine Reise quer durch Spanien. Perfekt. Die kleinen Oliven eingelegt, frisch, hat man geschmeckt. Chorizo lecker, Schinken lecker, Käse lecker. Also perfekt. Spanienurlaub, ich komme. Hier ist doch einfach, hier steht das Produkt im Vordergrund. Ne? Magazine schreiben heutzutage darüber, dass das so sein soll. Willst du denn jetzt dein Feedback hören?
Naja, nein, ja. Nein, ja. Na komm schon, Alexis, du warst dir deiner Sache doch so sicher. Wie geht's euch? Ich muss ein ernstes Wort mit dir sprechen. Ja? Ein ganz ernstes Wort. Oh, 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 oh. Also, dein Black Barbecue Bruschetta schmeckt hammermäßig. Ist aber keine Bruschetta. Paprika im Bruschetta passt für mich erstmal nicht. Das ist völlig egal. Man darf heute fantasievoll arbeiten. Den Spruch kann man sich dann schon wieder verkneifen. Entweder ist geil oder nicht geil. Ne? Das ist auch keine Bruschetta, ja, wissen wir. Das ist Black Barbecue Bruschetta. Das ist was Neuerfundenes. Sauber. Okay, sehr gut. Du meinst, was oben ist, schmeckt gut? Also, oder knuspriges allgemein. Weißbrot, ja? Schön angegrillte Paprikaschoten, schön, was ich cool fand. Dein Meersalz obendrauf gibt einen salzigen Crunch, schöne Textur. Das ist richtig geiler Scheiß. Hat mich überrascht, war super, bestelle ich sofort wieder. Also findet es jetzt richtig gut, verstehe ich's, ne? Richtig. Ganz genau, zieht Kai da auch mit? Das Urteil zu deinen Garnelen bitte. Salz könnte ein bisschen mutiger sein. Dafür stand sie auf dem Tisch. Absolut. Ja. Und die Mojo, ich als Nicht-Spanier, würde der so ein kleines bisschen mehr Bindung geben. Weißt du, siehst du, machst du das drauf, ja. Die läuft so runter. Hier wir haben wir ein kleines Konflikt bei uns in der Küche. Ich finde genauso wie du. Aber mein Koch, er wohnt in Teneriffa. Ja. So, Gran Canaria, Teneriffa. Jeder hat seine Art. Ne? Zum Beispiel wir auf Gran Canaria, das alte Brot muss mal rein. Ja, genau. Und dann mit dem Mixer. Wie bei der Gazpacho. Korrekt. Gran Canaria 1, Teneriffa 0. Kriegen wir hin. Ich denke, die werden da auch noch mal einen kleinen Kampf haben dann in der Küche, ob die vielleicht ein bisschen mehr Bindung bekommt oder nicht. Schau dir das an, wie man mit Gästen spielen kann, was man, ein Beweis, Alexis, was man als Typ alles rausholen kann. Trotzdem gilt auch für Alexis, Zähne zusammenbeißen, denn Patrick ist dran. Ich war ein bisschen enttäuscht. Das ist ein Convenience-Produkt, wenn überhaupt irgendwas selbstgemacht ist da auf dem Teller und das werde ich jetzt ansprechen. Das meiste davon oder sogar alles waren Convenience-Produkte? Das ist TK. 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 Warum hast du es denn auf der Karte? Weil das passt nicht zu dir. Das ist er nicht. Nee. Besser hätte ich es nicht sagen können. Das passt nicht zu dir. Wir haben hier bei uns auch noch 6 Kegelbahnplätze, wo die Leute einfach, die wollen eine Kleinigkeit. Ja. Das ist das richtige Fingerfood. Ne? Ja, das ist eine Fingerfood. Und deswegen, tut mir sehr leid, nächstes Mal mache ich für dich Frische. Ich glaube, Alexis hat das Feedback aufgenommen, wie wir das von ihm auch gedacht hätten. Es gab nichts Großes zu beanstanden. Und tja, es ist, was wir haben. So ist unsere Küche. Mehr haben wir nicht. Und wir versuchen, das Beste zu machen und die Feedback einfach, die Kritik einfach nehmen können. Wir versuchen jetzt hier mit den Hauptgerichten, haben wir schön lecker Sachen, schön bereit. Sieht gut aus. Und wir hoffen, mit sowas, mit so den Clubsteaks, können Sie die Jungs nicht mecken. So, schauen wir mal. Vamonos! Na dann, auf in Runde 2. Annette und Mostafa sind schon auf dem Weg in die Küche. Wir werden heute hier vorbereiten. Sepia, aufgetaucht. Also du verwendest tiefgekühlte Kalamari? Ja. Wir kaufen frische oder getaucht. Ist doch egal. Ja. Weil sowieso musst du einfrieren. Wegen Struktur, Muskulatur und weich. Ist zu hart. Interessant fand ich, dass der Sepia durch das Tiefgekühlte einfach weicher wird, wenn man ihn einfach tiefgekühlt verwendet. Fand ich interessant, muss ich mir mal merken. Man kennt doch, dass wenn es so gummikauig ist. Und wenn es einfriert, das Fleisch einmal, dann wird es anscheinend zarter. Ne? Also bei großen Oktopussen kennt man es ja, wenn der Fischer das auf die Kante schlägt. Das hat mit dem Eiweiß in dem Fleisch zu tun. Und das ist beim Kalamar und Sepia auch so. Ne? Und durch das Einfrieren wird es wirklich ein bisschen besser. Und was gibt es zum Tintenfisch dazu? Dann haben wir eine Marinade. Das ist eine Mojo Canario, kanadische Soße. Haben wir auch eine Kartoffel. Alexis, was ist in der Mojo alles drin? So, in der Mojo wirst du jetzt gleich bitte schön probieren. Ja. Vielleicht kannst du was entdecken. Knoblauch? Ja. Essig? Ja. Bisschen Wein? Ja. Balsamico? Ja, nicht ganz. Ja, in die Richtung. Olivenöl? Ja, natürlich. Ja, das ist ganz wichtig bei uns in der Küche. Okay. Und das war's. Das war's? Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall leicht zu Hause machen. So 10 Minuten ungefähr. Schauen wir ganz hinten in Ruhe.
und dann werden wir ein bisschen einfach weicher machen. So, jetzt sieht gut aus. Der Chef ist zufrieden und die Konkurrenz? Mach doch mal die Schnupperprobe, Annette. Riecht schon sehr lecker. Ist ein bisschen weicher. So hier ein bisschen gucken. Nicht so weich, nicht so hart. So kann man richtig gut beißen. Jetzt grillt er die aber schon noch mal, oder? Ah, ja. Siehst du? Na sichi, der Profi-Holzkohlegrill aus Spanien muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Wenn hier so alles voll ist, dann können wir auch direkt in Flammen untermalen. So, jetzt machen wir noch 10 Minuten drinnen, Seite und Seite. Und das war's. Annette und Mostafa scheinen noch etwas skeptisch zu sein, ob die kurze Zeit wirklich ausreichen wird. Dann haben wir hier noch ein bisschen Olivenöl, Knoblauch. Und hier kommt noch dazu Weißwein. Wo geht der Limon, Zitrone. Also ich glaube, dass die Rezeptur von dem Sepia genau richtig ist. Einfach mediterran, frische Kräuter. Ich glaube, mehr brauchst du nicht. 2 Minuten noch. Woran erkennst du das, ob das gar ist, fest ist, richtig? Siehst du schon hier an die Tentakel auch? Ja. Wenn die total so richtig so eingekringelt sind. So, das ist für uns, so messen wir das okay. Bei uns. Wenn es gart, dann ziehen die Fangäpfel, die Tentakel so hoch. Gell? Daran erkennt man aber nicht, ob es jetzt eigentlich fertig ist, weil das geht gleich mal ziemlich schnell. Gell? Alexis war in seiner alten Heimat Gran Canaria übrigens nicht nur Animateur, sondern hatte auch ein Tapas-Restaurant. 3-4 Minuten noch und dann, das ist soweit, so langsam geht los. Aber gut, wenn er sie vorher schon mal gedünstet hat in dem Topf und dann alles, dann brauchen wir wahrscheinlich nicht länger. Das sind seine Erfahrungswerte, also das sind 10 und 10 sind 20 Minuten. Ja, also das wird sich jetzt zeigen. Ne? Die Mitstreiter haben genug gesehen und Alexis gibt jetzt Vollgas. Schließlich will er seine Gäste nicht mehr lange auf den Hauptgang warten lassen. Es riecht schon ein bisschen nach Holzkohle, aber nicht toll. Nee, es ist angenehm. Also auch das Essen. Man riecht auch das Essen und dieses Aroma von dem. So ein bisschen Feuerstellenromantik. Barbecue, Sommer ist einfach irgendwie spanisch. Was könnte schiefgehen? Ich glaube, er muss auf die Garstufen aufpassen, weil das Ding hat auch ordentlich Dampf. Vamos, da kommen sie, die Hauptgerichte. Werden sie genauso gut ankommen wie die Vorspeisen? Sepia à la Barbecue geht an Kai. Für den Wildburger mit Fleisch vom Wildschwein hat sich Patrick entschieden. Das 250 Gramm Filetsteak mit Country Pommes lässt sich Annette schmecken. Die Spare Ribs mit Coleslaw sind für Jörg, dazu noch eine Ofenkartoffel. Und das Dry-Aged Entrecote, stolze 700 Gramm schwer und 6 Wochen gereift, will Mostafa vertilgen.